Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge hieß es, wir sollen mit Madame Caprice sprechen. Okay, ich habe irgendeine Bestrebung abgeschlossen, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Makynas Nockfrost wird als nächstes nach Ferngrab kommen, Caprice. Meine Klingenträger werden nicht bis dahin warten. Ja, mehr haben die anscheinend auch nicht zu sagen. Okay. Ah, meine Lieblingssterbliche kehrt zurück. Ich weiß es sehr zu schätzen, wenn Lyrant sich dazu herablässt, euch mit mir zu teilen. Achtet nicht weiter auf Rynkius. Er glaubt, jedes Problem ließe sich mit einem Schwert lösen. Ich hoffe sehr, ihr habt ein interessanteres Thema, das ihr mit mir besprechen wollt. Wir müssen diesen Portalschlüssel einstimmen, damit er uns Eintritt nach Hoffensbrand verschaffen kann. Ihr seid auch Teil dieses Plans? Hoffensbrand ist der Sitz der Macht von Valkynas Nockfors und er ist wohl nun der am höchsten angesehene unter sämtlichen Vasallen von Merunes Dagon. Ich begreife nicht, warum ihr alle darauf besteht, ihn euch zum Feind zu machen. Nockfors hat die Anachoretin gefangen genommen und plant, Verkörperungen loszuschicken, um Ferngrab für Merunes Dagon zu erobern. Und falls er Erfolg hat, wäre es töricht von mir, dem neuen Regime zu trotzen. Dennoch wäre es verdrießlich, unter der Autorität des Fürsten der Zerstörung zu leben. Immerhin ist euer Einfall um eine Winzigkeit besser als ein Sturmangriff. Die Klingenträger sind Narren, so etwas auch nur in Betracht zu ziehen. Glaubt ihr, ihr könnt den Portalschlüssel einstimmen, um uns in die Festung hineinzubringen? Dieser Schlüssel würde es mir erlauben, ein Portal direkt in der Festung zu öffnen, was euch eine echte Chance verschaffen könnte. Ganz gleich, wie klein sie auch sein mag. Wohlan denn. Es gibt ein altes Portal in der Senge, südlich von Hoffensbrand. Trefft mich dort und ich werde euren Schlüssel einstimmen. Wir treffen euch am Portal. Ich kann nicht dulden, dass Valkynas Nockfors die Anachoretin in seiner Gewalt hat. Nicht unseren Liebling der Gassen. Lasst mich ein paar Materialien zusammensuchen und mich an die richtigen Anrufungen erinnern. Dann treffen Lyrant und ich euch in der Senge am alten Portalpodium südlich von Hoffensbrand. Brauchen wir ein altes Portalpodium, um den Portalschlüssel einzusetzen? Brauchen? Nein. Aber es wird die Einstimmung leichter machen. Einst überzog ein Netzwerk von Portalpodien die toten Länder. Die Festung wurde um eines von ihnen erbaut. Die meisten sind vergessen und werden nicht länger benutzt. Doch das heißt nicht, dass ihre Magie verflogen ist. Woher wisst ihr dann von diesen Podien? Ich war nicht immer die geschäftstüchtige Masken, die nun vor euch steht. Vor langer Zeit sammelte ich Einfluss, indem ich mich den dädrischen Fürsten verpflichtete. Ich habe viele Geheimnisse während dieser Tändeleien erfahren. Darunter auch, wie man in sichere Orte hinein und wieder herauskommt. Droso, sammelt die Klingenträger. Wir müssen Hoffensbrand angreifen, bevor Nockfrost den nächsten Schritt tun kann. Unsere Schwerter stehen unter eurem Befehl, Rynkius. Nun gut, dann gehen wir mal zum alten Portal. Podium. Wenn ich denn weiß, wo das ist. Ich weiß es ja noch gar nicht. Geradeaus und immer dem Weg folgen, da müssten wir irgendwo dorthin kommen. Okay. So, geradeaus, so ein bisschen rechts. Achso, das ist das hier vorne. Ja, dann ist das doch das, was ich dachte. Oder auch nicht. Wir sollen auf jeden Fall in die Senge. Ach, da oben ist das. Ja, da hätten wir dann natürlich direkt hinporten können. Na gut, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg und wir sehen uns gleich am Zielort wieder. Wobei, das ist Blödsinn, wenn ich das hier abschneide, weil ich sehe gerade, dass hier sowieso direkt um die Ecke was zum Porten ist. Dann können wir das auch direkt mal eben nutzen. Ich werde einfach so lange Blödsinn reden, damit ihr euch nicht alleine fühlt. So, dass wir dann direkt dort ankommen. So. jetzt müssen wir nochmal gucken. Können wir... Wir können da nicht direkt hoch, ne? Wir müssen hier einmal so die...
Schlaufe laufen, sozusagen. Ja, ist nicht schlimm. Der Weg ist ja nicht weit. So, die Frage ist nur, das ist dann quasi einmal durch die Gegner durch und da hoch, nehme ich mal an, ne? Oder? Ne, jetzt ist es da. Dann müssen wir da jetzt noch weiter hoch? Ja. Müssen wir hier hoch? Das sieht mir gut aus. Ach, gut. Erweckt das Podium, indem ihr die Steine mit den Runen in der Nähe abgleicht, während ich den Portalschlüssel einstimme. Machen wir. Die Eben von Merunes Dagon, Band 1. Wer möchte, darf sich das Ganze natürlich durchlesen, da ich leider immer noch nicht dazu gekommen bin, auf Alpha Wölfin mal wirklich alle Bücher vorzulesen und hochzuladen. Wird aber auf jeden Fall kommen. Ich weiß nur nicht wann. Es wird wahrscheinlich noch was dauern, weil gerade auch dadurch, dass ich jetzt noch so lange krank war und so. Also das müssen wir wieder so lange drehen, bis sie bestätigt. Das ist immer gut. Solche Rätsel liebe ich tatsächlich. Da muss man auch nicht viel bei denken. Das ist gut. Der Schlüssel ist eingestimmt und das Podium aktiviert, Sterbliche. Und da sagt nun kommt und holt den Portalschlüssel. Ja, ich komm. Hier, bitte sehr. Ein frisch eingestimmter Portalschlüssel. Tragt ihn bei euch und das Portal wird euch im Inneren von Hoffensbrand absetzen. Danach seid ihr auf euch selbst gestellt. Ich hoffe sehr, Lyrant hat einen Plan, was zu tun ist, sobald ihr dort seid. Irgendwelche Ratschläge für uns, Madame Caprice? Für euch, süße Sterbliche? Immer. Lasst Lyrant und die anderen sich dieser Angelegenheiten annehmen und kommt mit mir zurück nach Ferngrab. Euer Leben ist kurz genug. Warum es auf einem solchen Irrweg vergeuden? Ich kann euch versichern, dass unsere Verbindung unser beider Befriedigung dienen würde. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich muss die Anachoretin retten. Oh, ich habe nur gescherzt. Ihr seid so entzückend stoisch. Und ihr liegt richtig, wie ich zugeben muss. Merunes Dagon begehrt schon seit langem Ferngrabstüren in die vielen anderen Reiche. Lasst Nogvros nicht unsere liebe Anachoretin missbrauchen, damit er sich diese Türen nimmt. Denkt daran. Ablenkung. Ablenkung? Wie würdet ihr denn das Vorhaben der Klingenträger sonst nennen? Während sie die Aufmerksamkeit der Truppen von Nogvros auf sich ziehen, müsst ihr rasch handeln. Ihr habt so lange, bis der letzte Klingenträger gefallen ist. Nutzt diese Zeit weise. Und ich hoffe sehr, ihr überlebt. Allein schon aus ästhetischen Gründen. Das werde ich. Die Klingenträger werden die Verteidiger der Feste beschäftigt halten. Ja, das ist gut. Überlasst das eurem Clan, Rynkios, und kommt mit uns. Wir könnten euer Schwert brauchen. Ich werde mich Nogvros im offenen Kampf stellen. Vor den Augen meiner Kühen. Das ist der Weg der Ehre. Gut gesagt, Klingenträger, doch ich werde Nogvros vernichten. Herrin, auf ein Wort bitte. Ja, gleich. Ich wünsche euch eine gute Jagd, Sterbliche. Meine Klingenträger und ich werden den Zorn von Nogvros Armee auf uns ziehen. Während ihr euch in die Feste einschleust. Das ist eine großartige Gelegenheit, die Macht meines Clans unter Beweis zu stellen. Heute zahlen wir es den Dienern von Merunes Dagon mit Pein und Kummer heim. Ihr werdet bei dieser Schlacht viele Leute aus euren Clan verlieren, Rynkius. Die Sorge einer Sterblichen. Wir sind Remora. Wir sterben nicht, wir kommen wieder. Und Klingenträger fürchten keinen Schmerz. Wir existieren für die Schlacht und den Ruhm. Vakynas Nogvros ist unter den Kühen hoch aufgestiegen. Doch wir werden uns als stärker erweisen. So ist es unsere Art. Wenn wir Vakynas Nogvros besiegen, was werden dann seine Anhänger tun? Die Stärkeren werden um seine Position kämpfen.
Die Schwächeren werden den Aufstieg eines neuen Anführers abwarten. Nockfrost erzwingt allein durch seine Stärke Gehorsam. Niemand ist stolz darauf, ihm zu dienen. Sie wissen, dass er sich seinen Platz verdient hat, indem er seine Anhänger als Trittleiter benutzte. Wird Valkynas Nockfrost nicht wieder den Befehl übernehmen, sobald er irgendwann wieder zurückkommt? Die Wege im Reich des Vergessens sind düster und sonderbar, Sterbliche. Niemand kann sagen, wie lange seine Neubildung dauern wird. Doch selbst wenn Nockfrost sofort wiederkäme, wäre er doch mit der Schmach einer Niederlage behaftet. Wer würde einem Valkynas dienen, der zu schwach ist, um seine eigene Festung zu verteidigen? Klingt logisch. Ich war ehedem der oberste Kriegsherr von Fürst Dagon. Durch meine mächtige Hand wurden die Dremora der Totenländer im Zaum gehalten. Einst fürchteten sie mich. Nun haben sie mich vergessen. Verflucht sei dieser verräterische Nockfrost. Ihr hasst Valkynas Nockfrost wirklich sehr, oder Arox? Hass ist noch ein viel zu schwaches Wort für das, was ich empfinde, Herrin. Ich hege keinen Groll, dass er gegen meine Herrschaft aufbegehrte. So ist es in den Totenländern Sitte. Es ist nur natürlich, seine Höhergestellten herauszufordern. Doch Nockfrost entschied sich für den Pfad der Feigheit. Dafür muss er sich verantworten. Er hat ihn wenigstens nicht offen herausgefordert. Ist auf einer Seite natürlich clever, auf der anderen Seite natürlich nicht besonders tapfer. Was meint ihr mit dem Pfad der Feigheit? Stellte sich Nockfrost mir in der offenen Schlacht? Streckte er mich mit seiner eigenen Kraft und Inbrunst nieder? Nein, er wählte den Fluch eines Betrügers. Sein Handeln offenbarte seine Furcht, nicht seine Macht. Er hat seinen Platz als Oberhaupt der Armeen von Fürst Dagon nicht verdient. Wollt ihr in den Dienst von Merunes Dagon zurückkehren? Ich weiß es nicht. Ich wäre gewiss würdiger als Nockfrost. Doch Merunes Dagon ließ zu, dass dieser Wurm mich durch Gaunereien und Täuschung ersetzte. Ich schenkte Fürst Dagon großzügig meine Treue. Doch wo war seine Treue mir gegenüber? Wir sollten gehen, Herrin. In Ordnung, Arox. Hüpft in mein Bündel. Wie ihr wünscht, Herrin. Ja, dann öffnet mal das Portal. Das ist der Barbakan, Herrin. Geht nach Osten und dann nach Norden, um die innere Feste zu erreichen. Okay, das machen wir. Wir kommen auch nirgendwo hier, dass wir abkürzen können. Na gut. Hoffen wir auf das Beste. Versuchen wir das Schnellste. Kümmert euch drum. Truppen. Lasst unsere Wut spüren. So, und hier ist eine Tür. Ich rieche Blut. Sterbliches Blut. Ja, ich weiß auch schon, von wem es wahrscheinlich ist. Okay. Achtet auf Blutadepten. Oh nee. Das sind Nockfrosts treueste Diener. Wenn wir ihnen begegnen, könnte die Anachoretin ganz in der Nähe sein. Ja, genau, stand mich direkt vor der Falle. Sonst habe ich ja nichts Besseres zu tun. Hui. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Das Blut ist nicht das der Anachoretin. Sie. Was sie? Die Anachoretin. Sie ist nah. Ich spüre ihre Anwesenheit auch. Ja, schön. Und mich lasst ihr jetzt wieder allein hier zurück, oder was? Geht's noch? Da, Blutfürst Zavak. Und er hat die Anachoretin. Lasst uns lauschen.
Die sagen aber nichts. Hallo? Sagt ihr auch mal was? Ja. Ich dachte, ich soll lauschen. Muss ich hier E drücken oder so? Euer Blut wird den perfektionierten Kataklysten antreiben und eine Verkörperung hervorbringen, um alles für Merones Darkon zu erobern. Ich werde die Maschine vernichten, wie ich den Kluftkataklysten vernichtet habe. Valkynas Nokfros hat den törichten Arox vernichtet und den Orden der erwachenden Flamme geläutert. Ihr werdet euch auch unterwerfen. Bringt sie. Nokfros erwartet uns im Vulkan. Und ihr da, in den Schatten. Um euch kümmern wir uns noch früh genug. Töricht! Wenn ich meine wahre Gestalt zurückhabe, schlachte ich sie alle! Was für Schatten? Wie erreichen wir diesen Vulkan? Durch die Tür im Norden. Bald wird Nokfros meinen Zorn spüren. Hallo, darf ich auch mal durch? Ey, was für Schatten. Ich stehe hier direkt neben denen, guck die an und ihr da in den Schatten. Die Klingenträger ziehen den Großteil der Aufmerksamkeit der Feste auf sich. Doch sie werden nicht mehr lange durchhalten. Wir müssen uns beeilen. Ja, genau. Drüber gesprungen, aber Hauptsache, ich werde noch aufgespießt. Naja, so nicht. Nicht mit mir. Ich werde jetzt laufen. Wie befürchtet, die Klingenträger unterliegen. Das sind die mächtigen Klingenträger. Kniet nieder, Rekius. Sonst löscht Valkynas Nokfros euren Clan aus. Okay, Lyrant versteckt sich im Basti. Der Pfad zum Kataklysten liegt vor uns. Doch die Klingenträger haben Ärger. Wenn sie fallen, werden sich alle Blicke unserem Aufstieg zuwenden. Wir werden die Anachorete niemals erreichen. Vielleicht ist jetzt die Zeit, jene Magie zu entfesseln, die im verdrehten Stab gespeichert ist. Welche Wirkung hat die Magie, die im verdrehten Stab gespeichert ist? Es ist eine Vermutung, aber mehr kann ich derzeit nicht anbieten. Ich glaube, der verdrehte Stab wirkt den Schlüssel dazu, den Fluch von Arox zu brechen. Die Magie in ihm ist Arox wahre Gestalt. Wenn ich den Stab zerbreche, würde Arok seine frühere Pracht zurückerhalten. Für eine gewisse Zeit. Für eine gewisse Zeit? Zeit. Oder der Mangel an ihr ist genau der entscheidende Punkt. Hätte ich mehr davon, könnte ich eine dauerhafte Lösung ersinnen. Doch wenn wir den Stab zerbrechen, ohne den Fluch zu entfernen, könnte dies Arok wiederherstellen. Zumindest so lange, bis der Fluch wieder greift. Wir könnten die Macht von Arox auf jeden Fall gebrauchen. Dann opfern wir also die langfristige Wiederherstellung der alten Gestalt von Arox, um seine Macht jetzt einsetzen zu können? Wenn wir die Klingenträger und die Anachoretin retten wollen, ja. Ich werde außerdem zurückbleiben müssen. Ich kann den Fluch eine Weile abwehren, doch selbst das wird es ihm nicht erlauben, seine wahre Gestalt lange beizubehalten. Nehmt den Stab und entscheidet rasch, Sterbliche. Wie ich sagte, die Zeit drängt. Was meint ihr, Arox? Zerbrecht den Stab! Ich verlange Freiheit, damit ich Rache nehmen kann! Der Zauber ist gebrochen. Macht euch bereit, Deldratte. Euer letzter Flug wird bald beginnen. Seht den Zorn von Arox, dem Verstümmler! Seht euren Untergang! Sorry, aber das musste ich mir jetzt angucken. Lauft! Genau, wir laufen. Auf die Beine. Schaut euch um mich. Das gucken wir uns jetzt nicht an. Ich würde es mir ja unheimlich gerne angucken, aber... Drei Tore versperren den Weg, Sterblicher. Hallo? Wieso kann ich das Fragment nicht einsetzen? Hallo? Zeit mit den Resten des verdrehten Stabs auf jedes und ich werde sie zerstören. Vorwärts, Sterblicher. Diese Barrikaden können meiner wahren Form nicht standhalten. Also, keine Ahnung. Ich habe zwar das Ding eingesetzt, aber er hat es irgendwie nicht so ganz registriert, aber anscheinend hat er es doch registriert. Ist ein bisschen komisch. Aber egal. Solange das Tor dadurch kaputt geht, ist alles gut. Aber hier kann man anscheinend nichts kaputt machen.
Ihr sollt mich nicht nerven, Leute. Ich will hier eh drücken können. Oh, was ist das hier für mir? Wieso funktioniert das schon wieder nicht? Aros ist hier, Sterblicher. Seht ihr, wie sie vor uns erzittern? Auf zum nächsten Tor! Ich sehe ehrlich gesagt gerade gar nichts, Aros. Tut mir leid. Kümmert euch um den Beobachter. Oder muss man hier drin stehen? Nee, anscheinend nicht. Och, geht mir doch nicht auf den Sack. Wofür habe ich denn einen Tank dabei? Ganz ehrlich. Stirb, ihr nervt. Die letzte Barriere fällt. Ja, mach, komm, los. Wird noch. Würde ich gerne hingehen, ja. Wenn das Feuer weggeht. Ach du Schande. Leute, seid ihr noch mit dabei? Oh. Praktisch. Vielen Dank, Aros. Oh, kommt. Alter, willst du mich verarschen? Ist immer noch Arox. Ich stehe euch bei, Herrin. Hier lang. Ja, mach das mal. Die nerven mich nämlich gerade hier. Mein Gott. So, kann ich jetzt endlich mal hier durch? So. Weiter geht's. Also wie gesagt, ich bin froh, wenn ich meinen Tank nicht mehr dabei habe, weil er tankt sowieso nicht. Er ist super auf einzelne Gegner, sage ich mal, aber das war's dann auch. Lasst meine Anachoretin in Ruhe. Das Blut der Anachoretin fließt durch den Kataklysten und Feuer. Keine Fessel kann Aros Zahn widerstehen. Ihr seid Aros. Die Anachoreten. Aufdringliche Narren. Ich habe schon, was ich von der Erlenden Kaiser Norikas brauche. Verkörperung in eine mächtige Gestalt. Ich bin die perfektionierte Verkörperung. Die Katastrophe überkommt euch, Sterbliche! Was denn, was denn, was denn? Freundin, genau wie am Kataklysten. Ja, anscheinend nicht. Ich bin eine lebendige Katastrophe. Ihr braucht meine Macht, meine Freundin. Oh, tötet 10 humane Dedra. Ja, geil. Ist doch schön. Ich hätte nur gerne mein Elixier drin. So. Zeit wird meine Macht bereit sein, genutzt zu werden. Das ist schön. Im Moment kann ich gar nichts nutzen. Weil ich diesen Scheiß hier im Pasti drin habe. Ich bin bereit. Nur meine Macht kann Nokfros verletzen. Ich muss mich mal ein bisschen aufladen. Es tut mir leid. Deine Macht mal ein bisschen schneller machen. Ich mache nämlich keinen Schaden, Mädel. Ich kann mich zwar wunderbar aufladen, aber das war's dann auch.
Hallo, Anachoretin. Oder muss ich den erstmal vernichten? Ich hasse das, wenn man nicht einfach draufhauen kann. Und kommt da jetzt heute noch mal was? Weil den kann ich hier auch nicht treffen. Macht die mal was? Hallo? Ich kann halt nur aufladen. Ich kann halt sonst nichts machen. Mädel. Auch jetzt verpackt das bitte nicht hier. Weil ich habe hier keine Ads, die ich kaputt machen kann. Er nimmt keinen Schaden. Die blöde Kuh macht nichts. Was ist jetzt dein Ernst? Hallo? Ich kann halt nur aufladen, damit ich immer wieder weiter heile. Aber es sieht so aus, als ob es tatsächlich verbuggt ist. Das ist echt... Ja, das soll man mal wieder dazu sagen. Ne? Ist halt These. Hier noch lange durchstehen oder muss ich das Ganze abbrechen und nochmal neu machen? Ausloggen kann ich mich ja nicht, weil wir ja gerade im Kampf sind. Er wäre ja schon lange tot gewesen. Ja, ich lasse mich mal sterben, es bringt eh nichts. Hier kommt nichts. Mal schauen, ob es das jetzt hinkriegt oder ob ich mich tatsächlich wieder ausloggen muss und wieder einloggen muss. Das ist doch doof, ehrlich. Oh, ist das nervig. Warum kann man nicht einmal eine Quest zu Ende machen? Was geht jetzt ab? Ja, natürlich. Es war so klar, dass das jetzt passieren würde, sobald ich angreife. Ich brauche einen Augenblick, um meine Kraft zu sammeln. Ja, einen ziemlich langen Augenblick, habe ich schon festgestellt. Das stimmt. Meine Macht. Hilf mir, Nordfors Verteidigung zu durchbrechen. Bald wird meine Macht bereit sein, genutzt zu werden. Er ist wieder nicht angreifbar. Oh. Leute. Ja, kann ich gerade nicht. Verteidigung zu durchbrechen. Kataklysten. Wir müssen den Kataklysten vernichten, damit sie nicht noch mehr von diesen Verkörperungen erschaffen können. Geil. Das Ding ist jetzt hinter hier. Okay. Ja, aber Hauptsache wir sind jetzt durch. Geschafft. Ich wusste nicht, ob ihr mich retten würdet. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Halt. Spürt ihr das? Oh nein! Nogwars hat euch unterschätzt. Ihr seid wirklich mächtig für Sterbliche. Ah, ich erinnere mich an euch, Kleine. Morikas Göre. Ich habe Pläne für euch. Doch eure Verbündeten sind gegenwärtig lästig. Ich werde sie vernichten. Rückzug! Wir können Erones Dagon nicht bekämpfen. Haltet durch! Ich bringe euch hier raus! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.